wird jeden Tag geschrieben, wie geht's dir, was machst du heute und wie läuft's. Jungs, ey, ganz kurz, das müssen wir uns reinziehen, das interessiert mich übel. Mein Name ist Bonnie Lang, ich bin bekannt unter dem Namen Bonnie Tagesbrise und vor einem Jahr habe ich mich mit meinem OnlyFans-Account selbstständig gemacht. Der Account war für mich ein wichtiger Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit und um meinen Körper zu akzeptieren. Es ist echt langweilig, trust me. Ja, ich muss mich selber überzeugen. Hallo Bonnie. Fa hat sich gefragt, was ist OnlyFans genau? OnlyFans ist eigentlich eine Social-Media-Plattform. Das bedeutet, jeder kann sich von der Theorie her dort platzieren. Es ist nichts anderes wie Facebook und auch ungefähr so aufgebaut. Der einzige Unterschied ist, dass man dort Online-Content per Bezahlung anbieten kann. Das bedeutet, dass man dort jemanden abonnieren kann, kostenpflichtig, oder auch Nachrichten mit einem Preisschild versieht, sodass die Nachrichten gekauft werden müssen. Das finde ich so krass. Ihr müsst euch mal überlegen, auf OnlyFans zahlen einfach Leute dafür Geld. Ich meine, jeder wie er will, ne? Aber es gibt einfach Leute, die zahlen Geld dafür. Um dir eine Nachricht zu schreiben. Oh, bitte, bitte, bitte darf ich dir schreiben. Ah! Das ist doch unglaublich, oder? Dort sind verschiedenste Künstler vertreten, also sowohl Ernährungsberater als auch Sänger, auch große Stars sind bereits dort. Aber OnlyFans hat eben auch einen sehr, sehr großen Erotikbereich, der ein sehr großes Spektrum bietet, was die Frauen halt so anbieten und hat dadurch eine riesengroße Vielfalt. Krümel03 wollte wissen, wie kamst du dazu? Ich habe Social Media ungefähr vor 4 Jahren angefangen und hatte dabei eigentlich gar keinen großen Hintergrund. Habe einfach auf Facebook ein bisschen gepostet, auch Instagram nebenbei so gemacht. Und ja, relativ schnell hat sich dann gezeigt, dass die Leute an mir interessiert sind. Ich habe Follower gesammelt, ohne das wirklich zu wollen. Und meine Abonnenten sind immer weiter gestiegen. Zum 10. Mal das gleiche Video. Du, Digga, Justus, wenn dich das Video nicht interessiert oder wenn du es schon woanders gesehen hast, dann kannst du doch einfach gehen, Digga. Anstatt hier einen dummen Kommentar im Chat dazulassen, Digga. Einfach unnötig. Einfach richtig unnötig, der Kommentar. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich war die letzten Tage nicht live. Ich gucke mir das Video jetzt hier mal im Livestream an. Wenn du ein Problem damit hast, Digga, dann geh doch einfach in einen anderen Livestream. Warum muss man hier einen dummen Kommentar dalassen? Ich hatte damals auch schon einen relativ freizügigen Kleidungsstil. Also auch mich privat gerne so angezogen, weil ich mich sehr, sehr wohl damit gefühlt habe. Und das hat eben auch den Menschen gefallen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, als ich dann die 100.000 Abonnenten-Marke geknackt hatte, okay, was möchte ich jetzt machen? Wohin soll meine Zukunft gehen? Ich habe jetzt schon so viele Abonnenten, aber leider noch keinen Cent damit verdient. Wie schaffe ich es jetzt, mit meiner Reichweite Geld zu verdienen? Und so bin ich dann über ein paar Umwege auf die Plattform OnlyFans gekommen. Ich hatte vorher bereits einige andere Optionen probiert, um mit meinen Bildern Geld zu verdienen. Das hat leider alles nicht so gut geklappt und OnlyFans hat mir dann Abhilfe geschafft. Ich habe es dann erstmal. Ich habe mal eine Frage an euch, Chat. Beziehungsweise fändet ihr es moralisch korrekt, wenn ihr mit OnlyFans euer Geld verdient? Würde mich mal interessieren. Schwierig. Ja, ich find's auch schwierig. Ich find's auch sehr, sehr schwierig, weil, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe schon echt mit vielen Leuten über das Thema geredet, OnlyFans, weil auf der einen Seite finde ich, es ist eine Sache, die darfst du niemandem verbieten, weil es ist ja ein Recht, wenn sich eine Person freizügig im Internet präsentieren will und Leute haben Lust, es zu kaufen, deren gutes Recht, es zu machen. Es gibt aber immer so einen schmalen Grat zwischen, Leute machen das, weil sie eine Kunst dahinter sehen und weil sie sich gerne erotisch in Szene setzen. Und ein Unterschied zwischen Mädels, die einfach wissen, dass sie geil sind oder dass sie dicke Titten haben oder was weiß ich was und es einfach nur ausnutzen, um damit so viel Cash zu machen, wie es geht. Und dieser schmale Grat ist halt ziemlich schwer herauszufinden, wisst ihr, wie ich meine? Ausprobiert und auch da noch nicht viel dabei gedacht, habe mir nicht davon erhofft, dass es jetzt so boomt, wie es jetzt boomt. Und dann kam die große Überraschung und es lief dann plötzlich sehr, sehr gut und ja, so bin ich zu OnlyFans gekommen. Traumtänzerin. Was ist daran schlimm? Es ist daran nicht schlimm, Digga. Niemand kommt dabei zu Schaden. Ich möchte die Frage einfach nur mal so in den Raum stellen. Man möchte wissen, wie viel Geld verdienst du monatlich damit? Das hängt natürlich stark davon ab, wie aktiv man dort ist und wie viel Zeit man dort investiert, wie viel Mühe man sich gibt. Aktuell. Wie viele Nachrichten man beantwortet. Verdiene ich im Monat zwischen 30 und 50.000 Dollar. Die ganzen Geier schlagen zu! Da wird jeden Tag geschrieben, wie geht's dir, was machst du heute und wie läuft's. Woo! 30 bis 50.000 Euros.
Und da stellt sich mir immer wieder die Frage, warum bin ich nicht einfach Online-Zuhälter geworden? Wie viel kostet ein Abo bei dir? Mein kleiner Spaß am Rande, ne? Monatsabonnement, das kostet $9.99. Raisin interessiert, worum besteht... Mich würde es echt mal interessieren. Das Ding ist, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch nie was auf OnlyFans gekauft. Ich würde mir sehr, sehr gerne mal was auf OnlyFans kaufen, aber dort kann man nur mit Kreditkarte bezahlen, was ich komplett nicht verstehe, weil wenn man mit PayPal bezahlen könnte, wäre ich schon längst Kunde. Nein, wirklich, Chad, wirklich, kein Spaß. Ich kann nicht mit Kreditkarte zahlen, weil ich habe nur eine Firmenkreditkarte und ich gehe immer oben mit Nicole meine Kreditkartenabrechnung monatlich durch und wenn die dann sieht, dass ich mir Nudes auf OnlyFans gekauft habe, wäre schon ein bisschen cringe, Digga, weißt du, ich meine? Deswegen, ich kann es mir halt wirklich nicht holen. Und das Ding ist, ich habe gar keine richtige Vorstellung, wie das dort abläuft. Ich zahle einen Beitrag und dann habe ich dann direkt alle Nudes, die ich sehen will, von der offen oder muss ich dann die Nudes nochmal extra kaufen? Muss dann, ich meine, ich will ja jetzt nicht mit der chatten, ne? Wenn ich mit der chatten will, schreibe ich einfach den Mädels auf Instagram, da muss ich ja nichts bezahlen. Aber, ja, keine Ahnung, Mann. Der Unterschied zu einer Pornoseite. OnlyFans ist ja eine Bezahlplattform. Es gibt kostenlose Pornoplattformen und auch kostenpflichtige Pornoplattformen. Der Unterschied ist, dass OnlyFans, wie der Name schon sagt, für Fans gedacht ist. Also bei Pornoplattformen kennt man zwar oft die Künstler, aber hat gar keinen richtigen persönlichen Kontakt, beziehungsweise geht es da nur um den Porno alleine. Auf OnlyFans hat man einfach die Möglichkeit, mit seinen Fans zu interagieren. Es geht darum, seinen Fans näher zu kommen und Content, den es öffentlich auf Social Media nicht gibt, halt dort den Leuten anzubieten. Also es geht im Prinzip darum, exklusiven Content für Leute zur Verfügung zu stellen, die dafür bereit sind zu bezahlen. Im ersten Sinne richtet sich das wahrscheinlich daran, dass man sagt, okay, man kann exklusiven Content bringen. Und es ist dann natürlich so, dass es in 99% der Fälle halt sexueller Content ist, ne? Ich meine, ich könnte zum Beispiel auch hergehen und könnte zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob man da Videos hochladen kann, ich könnte zum Beispiel sagen, ich mache eine Episode Nico verarscht Pornostars, ja, explizit Version und ich lade das Video auf OnlyFans hoch und nur die Leute, die dafür bezahlen, können halt das Video dann angucken, wie ich die dort verarsche. Und ich könnte zum Beispiel eine Episode Nico liest Kommentare nackt, ja. Eine Episode Nicolis Kommentare nackt auf OnlyFans hochladen und das ist dann immer für meine Fans. Ja. Zu verkaufen und zu zeigen, man kann so eine viel, viel bessere Bindung zu seinen Fans aufbauen und ist daher auch viel, viel persönlicher und zum anderen macht man dort alles selbstbestimmt und selbstständig. Das heißt, da ist niemand zwischengeschaltet und ich entscheide, was ich poste, wie viel ich poste, was ich zeigen möchte und kann da meine ganz eigenen Regeln machen. Hat jemand schon bei Bonnie Lang eingekauft auf OnlyFans? Ja? Was sagt ihr, lohnt sich's? Dann werde ich da mal kurz noch eine separate Kreditkarte einrichten. Sandro M. möchte wissen, werden Frauen durch OnlyFans nicht noch mehr zum Sexobjekt? Ich würde sagen, nein, weil jede Frau, die auf OnlyFans ist, entscheidet das von sich aus. Man wird quasi auf dieser Plattform, wenn man sich im Erotikbereich positioniert, natürlich auf seinen Körper reduziert. Okay, und wer positioniert sich da nicht im Erotikbereich? Aber man wird in jedem anderen Job auch auf das reduziert, was man eben macht, als Mechaniker auf seine Mechanikerfähigkeiten, als Verkäuferin auf die Verkäuferfähigkeiten. Und somit, ja, ich finde, dadurch, dass man halt dort auch nicht nur Porno-Content bietet, dass man dort... Ey, das ist so ein schwieriges Gespräch. Ey, guck mal, auf der einen Seite hat sie ja recht, ne? Es ist ihr Beruf, sich nackt oder erotisch zu präsentieren. Aber es hat halt schon ein Geschmäckle. Da kann man nicht drum rumreden. Es hat auf jeden Fall ein Geschmäckle so. Es ist sicherlich nicht dafür förderlich, dass viele Männer da draußen, die das Ganze nicht separieren können, denken, dass sie Frauen mehr als Objekte ansehen, wenn sie genau wissen, weil ich meine, der aktuelle logische Bewegungsablauf von dem Typen wird der Vergleich zum Mechaniker, ja, Marius auf Berufsebene, sage ich mal. Aber es ist halt eine ultra schwierige Argumentation, weil da können einem immer die Worte im Mund rumgedreht werden. Aber jetzt lass mich das mal kurz so erklären. Aus der rein logischen Perspektive. Früher war es so, ein Typ läuft durch die Stadt und sieht eine Dame, die ihm gefällt und denkt so, oh, mega, die hübsche Frau, ich habe keine Eier, die anzusprechen, demnach werde ich die wahrscheinlich niemals nackt sehen oder die niemals knallen können oder was weiß ich was, okay? Heute ist so, du gehst auf Instagram, gehst auf deine Lupe, siehst 10 geile Frauen, gehst auf eine drauf und, oh, ist wirklich so, ist echt krass, so mindestens 3 oder 4 von den 10 haben auf jeden Fall OnlyFans und dann gehst du drauf auf die Seite und denkst so, oh geil, die würde ich gerne mal nackt sehen, dann gehst du auf OnlyFans, zahlst deine 20, 30 Euro, und du hast ihn nackt gesehen.
Das ruft doch im ganz stupiden Hirn des Mannes hervor, dass man die Frau wesentlich einfacher nackt sehen kann. Und dass man, ja, dass man da einfach wesentlich leichter rankommt. Was auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht förderlich dafür ist, dass Frauen nicht als Objekte gesehen werden. Ich bin natürlich ein absoluter Feind davon, dass Frauen als Objekte gesehen werden. Aber wenn ihr mich fragt, ist das auf jeden Fall was, was das Ganze eher zerstört, als dass es das fördert. Dort auch wirklich mit seinen Fans interagiert, mit denen schreibt, eine gewisse Connection aufbaut, dass das überhaupt nichts mehr... Ich sag nicht, dass ich das Vorzeigebeispiel dafür bin, der das Ganze hier auf seiner Internetplattform ins richtige Licht stellt. Ich bin auch ein Typ, ich reagiere auf irgendwelche TikToks, wo Mädels ihre Ausschnitte und so zeigen. Ich finde das ja auch geil. Brauchen wir nicht drum herum reden. Ich finde das geil. I'm a simple man. Aber unterm Strich ist es eigentlich nicht das Wahre, muss man ehrlich sagen. Naja, mit dem ursprünglichen Gedanken eines Sexobjekts zu tun hat. Tabo interessiert, inwiefern hat dein Account dir geholfen, Selbstzweifel abzulegen? Der Mensch lebt ja davon, von Zuneigung und Bestätigung. Und ich finde, dass es etwas sehr, sehr Schönes ist. Also ich beispielsweise genieße sehr die Aufmerksamkeit von anderen Menschen. Ich glaube, das tut jeder. Jeder freut sich über ein Kompliment. Jeder genießt es, wenn man positive Worte zu hören bekommt. Und das passiert auf OnlyFans. Wer OnlyFans abonniert hat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Digga, da gibt es einige, die, die Kontrolle abgegeben haben. Sehr, sehr viel. Also dort gibt es wirklich sehr, sehr wenig bis gar keine negativen Kommentare oder negativen Nachrichten. Die Leute sind dort, weil sie dich sehen wollen. Falls sie 4 Euro für eine Nachricht bezahlen müssen oder 5 Euro, dann sagen die sicherlich nicht, du siehst übel scheiße aus, wenn die dafür bezahlen. Weil sie sich freuen, mit dir kommunizieren zu können. Und alleine das hat mir geholfen, mich zu akzeptieren. Man bekommt hingegen aller Selbstzweifel, die man vielleicht hat, gerade wenn es so um gewisse Körperformen geht, was ist das Ideal, wie hat man zu sein, wie sollte man aussehen, bekommt man dort einfach gesagt, dass man so wie man ist, einfach perfekt ist. Ich habe ganz, ganz lange Zeit damit gestruggelt, also hatte sehr, sehr große Probleme, auch vor meiner Zeit bei OnlyFans oder allgemein Social Media hatte ich große Probleme mit meinem Körper, war nicht so selbstbewusst und ich habe auch mit Hilfe einer Therapie daran arbeiten können und OnlyFans hat einfach nochmal den letzten Schuss so dazu getan, mir zu helfen, mich selbst zu lieben, meinen Körper zu lieben und so zu akzeptieren, wie er ist. Und es war zwar ein ziemlich krasser Weg, das zu akzeptieren, aber wenn das das bei dir hervorgerufen hat, ist auf jeden Fall was Positives. Ja, so würde ich sagen, sind meine Selbstzweifel langsam verflogen. Anna interessiert, wissen da... Würdest du sagen, direkt Nudes von einem Girl macht dieses Interessante kaputt oder Jallereien da? Jack, ist doch ganz klar, Digga. Jallereien da. Es ist definitiv so, dass wenn, also meiner Meinung nach, von meiner Auffassung her, wenn ein Mädel direkt Nudes von sich versendet, ist es jetzt nichts, wo ich sage, hey, das ist jetzt ein schlechter Mensch oder so. Aber sie ist für mich definitiv so, ich habe das Gefühl, die kennt mich nicht und schickt mir direkt Nudes. Dann ist in meinem Kopf direkt, okay, wenn die das bei mir macht, wird die das auch noch bei einigen anderen machen. Und dann denke ich so, okay, sie darf machen, was sie will. Aber für mich ist sie jetzt keine, wo ich mir denke, oh, das ist bestimmt was Interessantes für was Langfristiges oder so. Weil sie ist halt so unterwegs zu dem Zeitpunkt. Und dann ist es natürlich, kann man sich das halt nicht vorstellen, meiner Meinung nach. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, das ist alles ein extrem schwieriges Thema, weil da gibt es immer wieder gerne Leute, die einem da das Wort im Mund rumdrehen und dann einen richtig schlecht dastehen lassen. Deswegen, man muss echt aufpassen, was man dazu sagt. Deine Eltern und Freunde davon? Ja, ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Das war mir ganz besonders wichtig. In meinem Freundeskreis oder Familienkreis finde ich es Ehrlichkeit. Mama, ich werde jetzt Nacktpics von mir posten. Ja, Mann, alles klar, Mann. Viel Spaß, Alter. Etwas, was einfach mit dazugehört. Und es wäre einfach für mich blöd gewesen, hätten sie es über andere Wege erfahren. Und ja, am Anfang war das immer so ein relativ sensibles Thema, aber mit viel Aufklärung hat es dann sehr, sehr gut geholfen. Und letztendlich ist es ja auch so, dass meine Familie möchte, dass ich glücklich bin, dass es mir gut geht und dass ich meine Zukunft so gestalte, wie ich das möchte. Dementsprechend erfahre ich volle Unterstützung von meiner Familie. Natürlich gab es den einen oder anderen, der das nicht so positiv fand, aber diese Leute gehörten dann einfach nicht mehr zu meinem näheren Umkreis. Emma I. hat sich gefragt, wenn du einen Freund hast, wie steht er dazu? Ich habe aktuell keinen Freund, aber ich glaube, dass gerade bei der Partnersuche das ein bisschen schwierig wird. Ich finde allerdings, dass ich habe mich mit vielen, vielen auch männlichen Freunden unterhalten, die mich in der Richtung sehr krass unterstützen und mir sagen, dass wenn ich einen Partner habe, der mich liebt, dann wird er mich auch in meinem Berufsfeld unterstützen. Und genau so sehe ich das auch. Synthetic Presence möchte wissen,
Wie ist das Verhältnis zu deinen Abonnenten? Ich würde sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes und eben durch die Plattform sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Abonnenten. Ich kann auf Wünsche von ihnen besser eingehen. Ich kann eine sehr, sehr enge... Das würde mich interessieren. Schaffen. Ist dann da jemand, der so sagt, hey du, der zahlt dann zum Beispiel 5 Euro für die Nachricht, sagt so, hey, ich hätte mega Bock, dich gerade in der und der Stellung zu sehen. Und dann sagt sie so, ja gut, dann kann ich auf den Wunsch jetzt hier mal direkt näher eingehen. Alles klar, dann kostet das Bild dich jetzt 30 Euro. Und dann schickt sie das Bild und dann zahlt er sozusagen 30 Euro dafür. Oder wie funktioniert das dann? OnlyFans wird am meisten für die starke Bindung zwischen Influencer und ihren Fans genutzt. Ja, safe. Also nee, ich konnte hier auch nochmal eine sehr, sehr starke Bindung zu meinen Zuschauern aufbauen auf OnlyFans. Das hat uns einfach sehr, sehr geholfen als Community und ja, Rollenspiel auf OnlyFans hochladen. Was ich absolut nicht nachvollziehbar finde, ist die Tatsache, dass eine Menge genau dieser Menschen dann sagt, ich mache es an OnlyFans näher mit meinen Fans interagieren kann. Das ist der größte Quatsch aller Zeiten, weil OnlyFans die Interaktion allgemein... eine Paywall setzt, ja ist so, Digga. Wenn man sowas macht, sollte man auch dazu stehen. Letztendlich kann man bei OnlyFans einfach... Ja genau, also man zahlt halt für jede Nachricht. Das heißt also, guck mal, das wäre ungefähr so, wenn ich jetzt sagen würde, jo Leute, ab sofort, wenn ihr eine Nachricht in den Chat reinschreiben wollt, dann müsst ihr dafür 5 Euro bezahlen. Moment mal ganz kurz, müssen die doch, wenn Submode an ist. Digga, OnlyFans und Twitch, gleiches Prinzip, Digga. Nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Es ist ja auch so, auf jeden Fall auf Twitch ist es ja so, Leute zahlen zum Beispiel 5 Euro, 5 Dollar oder wie auch immer im Monat, um den Creator zu supporten. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ihr habt nur die Möglichkeit zu interagieren, wenn ihr Sub seid. Ich habe jetzt zum Beispiel Sub-Modus gerade nicht drin, hier ist Follower-Modus drin. Jeder, der mir folgt, der kann hier jetzt eine Nachricht reinschreiben, ja. Das Ding ist halt, gerade bei OnlyFans ist es ja auch so, du zahlst jetzt nicht einmalig irgendwie einen Beitrag und hast dann auf alles zur Verfügung. Du zahlst ja da pro Nachricht, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, einen Betrag. Und dann ist es natürlich so, dass jetzt jemand, der hergeht, Der schreibt dann jetzt nicht irgendwie sowas wie, ey, dein letztes Bild war ultra scheiße, 5 Euro bezahlt, warum sollte er denn das machen so? Natürlich hat man dann eine gute Bindung, wenn man für eine Nachricht bezahlt, das ist ja eigentlich relativ logisch. Natürlich mit einer gewissen Distanz, aber ja, also es ist halt einfach anders wie auf den normalen Social-Media-Plattformen. Dort kann ich leider nicht so ein enges Verhältnis schaffen, dafür habe ich leider gar keine Zeit, weil dort ja am Tag unfassbar viele Menschen schreiben und durch die Plattform ist es mir einfach möglich, auf jeden persönlich einzugehen, persönlich mit ihm zu schreiben und viele Abonnenten von mir genießen das einfach, dass man sich auch einfach mal ganz normal mit mir unterhalten kann. Bietest du extra Content an? Ja, also bei mir gibt es viele, viele Optionen und viele, viele Möglichkeiten. Ich richte mich da einfach ganz klar nach meinem Abonnenten. Ich gehe gerne auf Wünsche ein, sofern sie meinen Grenzen entsprechen. Also ich mache sehr, sehr viel. Ich versuche ein optimales Erlebnis auf meinem OnlyFans-Kanal zu bieten. Das bedeutet... Imagine, da schreiben 50-jährige Familienväter, dass sie mal mehr zeigen soll. Safe, 100%. Also Bro, es ist 100% so. 100%. Was denkst du, wie viele Leute Elena da schreiben? Elena hat mir da auch mal ein, zwei Sachen erzählt. Digga, das ist ganz, ganz krass. Das ist wirklich ganz krass, was da abgeht. Ist eigentlich auch schon echt nicht mehr feierbar, aber... Ja, Mann. Wenn jemand einen ganz speziellen Wunsch in einer Richtung hat, dann... kann ich das gerne machen. Das können zum Beispiel auch Bewertungen sein, das können aber auch beispielsweise so eine Art wie Dirty Talk sein, die man buchen kann. Und ansonsten bin ich eigentlich immer sehr, sehr offen für neue Vorschläge. Niki hat sich gefragt, nach was für Fetischen wirst du gefragt? Also sehr, sehr beliebt ist der Fußfetisch. Ich denke, der ist allgemein auch sehr bekannt. Die Fetischszene ist so krass. Die Fetischszene ist so, so heftig. Leute zahlen da wirklich so viel Geld dafür. Nee, ihr würdet es nicht glauben. Die Fetischszene, aufgrund von der Tatsache, dass das Angebot so klein ist, ja, zum Beispiel von Fußbildern oder sowas, zahlen Leute wirklich abnorm viel Geld dafür, dass sie solche Bilder bekommen. Es ist kein Spaß. Es gibt auch noch viel krassere Fetische. Sowas wie, keine Ahnung, so ein Kniekehlenfetisch, ja, oder ein Achselfetisch. Es ist ja ganz weirder Fetisch und dann sagen die so, ey, ich finde niemals dieses Bild und dann finden die noch die eine, die sagt, der findet die so geil und dann zahlt er halt 500 Euro für ein Kniekehlenbild. Wisst ihr, ich meine, das ist ganz übel. Viele Leute, die kommen und mich danach fragen und ich biete das auch sehr, sehr gerne an. Das sind Fotos, die ich persönlich mit am liebsten mache. Ich finde das sehr, sehr schön, einfach da die mal einen anderen Körperteil in Szene zu setzen. Ich hatte aber auch schon Leute, die ganz speziell nach Händen gefragt haben. Und dann natürlich das, was ich finde, was eher nicht so in den Fetischbereich fällt. Aber es gibt ja auch Leute, die eher nur auf einen schönen Po stehen.
Auch oft wurde nach Badewasser oder zum Beispiel Kleidung gefragt. Das verschicke ich natürlich auch ziemlich, ziemlich gerne. Dann gab es auch noch ein paar Ausnahmefälle, wo zum Beispiel nach Fingernägeln gefragt wurde. Und ich würde an der Stelle einfach sagen, der Gast ist König und warum nicht? Leo Euert möchte wissen. Also okay, das ist... Also... Was? Bro, Fingernägel? Ich komme nicht klar. Ich kann es nicht. Was für Fingernägel, Bro? Vor allem überleg mal, die können auch einfach hergehen und irgendwelche anderen Fingernägel verschicken. Würdest du selbst anderen CreatorInnen folgen? Ich folge ein, zwei meiner, ich sag mal, Kolleginnen schon. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde, die machen sehr, sehr schönen Content. Die machen auch Business for Business. Die schreiben nur auf OnlyFans und zahlen immer 5 Euro für eine Nachricht. Und ja, sollte ich noch weitere CreatorInnen oder Kolleginnen in dem Fall finden, die mich interessieren, die ich hübsch finde, die würde ich auf jeden Fall dann auch unterstützen. Ultra cool interessiert, gibt es viele Männer, die einen OnlyFans-Account haben? Also ich habe mit persönlich noch keinem gesprochen, aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht auch schon über die Männerwelt. Und tatsächlich gibt es eine sehr, sehr große OnlyFans-Community, die ja, von Männern, die dort vertreten sind und auch Content verkaufen. Die sind ganz, ganz oft zum Beispiel im schwulen Bereich. Da gibt es eine riesengroße Community für und ich feiere das extrem. Ich wusste das vorher auch nicht. Ja. Young Jan hat sich gefragt, was sind die negativen... Da werde ich dann noch abcashen, Digga. Ich würde sagen, die mir einzigste bekannte negative Seite von OnlyFans ist tatsächlich, dass, wenn man sich so einen Account macht, Geld schon mal schnell verleiten kann. Das bedeutet, man sieht auf einmal, wie viel... Digga, ich schwöre, Tim könnte in dem Bereich übel abcashen, Digga. Tim war ja schon auf der Gay Max als Coverfoto, Digga. Also Tim könnte da auf jeden Fall einen kompletten Aufschlag in der Homo-Szene machen. Tim macht sich direkt nach einem Account für seine OnlyFans-Homo-Community und hustelt die aggressiven Pics raus. Ist Tim Homo? Nee, Digga, Tim ist nicht Homo. Wie viel Potenzial man auf so einer Plattform hat, wie viel Geld man damit verdient. Und es ist so, dass man dann ganz oft über seine eigenen Grenzen springen könnte, weil halt eben das Angebot eines Abonnenten eintrudelt, das man sich so vorher noch nicht erhofft hat. Und so kann es passieren, dass Frauen oder ich sage einfach mal Menschen über ihre eigenen Grenzen gehen, ohne das wirklich zu wollen, aber das dann für das Geld tun. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich habe auch einen Kurs für OnlyFans gemacht, der heißt Only Tagesprise Fans. Dort habe ich einen eigenes Kapitel dafür gemacht, dass man, bevor man mit OnlyFans startet, sich ganz, ganz viele Gedanken darüber machen sollte. Vielleicht. Ey, sorry, dass ich jetzt hier lache, aber ich stelle mir das gerade so vor, wie die da so einen Kurs macht. Ja, Mann, und hier oben musst du deinen Account erstellen, Mann, und dann musst du mit der Kamera ein Foto von dir aufnehmen und das hochladen, Alter. Vielleicht auch seine Grenzen einmal verschriftlicht. Und sich so einfach immer selbst treu bleibt, dass es halt viel Vorbereitung bedarf und dass man sich den Sachen im Klaren sein soll, zu was man bereit ist und zu was nicht. Das ist so, finde ich, mit die einzigste negative Seite, die passieren kann. Was sagst du dazu, dass dein Content kostenfrei auf Reddit hochgeladen wird? Also der Gedanke alleine würde mich natürlich, also dabei fühle ich mich natürlich nicht so wohl, aber so ganz stimmt das halt nicht. Dadurch, dass ich auf Social Media vertreten bin, natürlich auch auf Reddit einen Kanal und auch einen Subreddit, wo ich halt regelmäßig Content von mir hochlade. Der ist natürlich für jeden zu sehen, aber Bilder von OnlyFans poste ich dann nicht. Sollte sich trotzdem mal jemand trauen oder das einfach machen, ein Bild von mir hochzuladen, kriege ich das eigentlich immer ziemlich schnell mit. Und da ich mit einer Firma zusammenarbeite, die sich darum kümmert, sind diese Beiträge meistens auch in wenigen Stunden wieder von Reddit verschwunden und es hat dann auch eben rechtliche Konsequenzen für die... Aber ich glaube, das kann man nie ganz verhindern, dass Leute da was auf Reddit hochladen, oder so wie ich es verstanden habe. Reddit, da findet man die Dinger doch immer, oder? Alles ist voll, Digi. Die kümmern sich drum. Innerhalb von 1-2 Stunden ist es weg, mach dir keine Sorgen. Wenn du dann 1-2 Stunden nochmal vorbeiguckst, Digga, ist der Beitrag safe wieder weg. Denjenigen, der das gepostet hat, also... Somit habe ich mich da schon ziemlich abgesichert. Rollo möchte wissen, hast du deinen Account jemals bereut? Nein, zu keinem einzigen Zeitpunkt. Ich habe OnlyFans gemacht und davor habe ich ja auch schon Bilder verkauft. Und es ist so, dass ich zu dem Zeitpunkt
als ich damit angefangen habe, abseits von OnlyFans, ich mir natürlich erstmal unsicher war und das hat lange Zeit gedauert und war ein sehr, sehr langer Prozess, bis ich mich dazu entschieden habe, wirklich in den Erotikbereich einzusteigen. Und ich würde sagen, ich hätte es nicht besser machen können und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und so jetzt mit beiden Beinen fest im Leben stehen kann. Cheese Crush interessiert. Nicht nur mit beiden Beinen. Was sagst du dazu, dass auch Minderjährige deine Seite besuchen? Also auf OnlyFans ist es so, dass die dafür schon ein bisschen vorgesorgt haben. Sich einfach so einen Account zu machen und jemanden zu abonnieren, ist natürlich nicht einfach. Man muss schon wirklich 18 sein. Die machen das auch per Verifizierung, also man muss dort einen Ausweis hin. Man muss auf jeden Fall safe 18 sein. Schicken. Und zudem braucht man als Zahlungsmittel eine Kreditkarte. Und da kann er nicht einfach die vom Vater nehmen, das funktioniert nicht. Also ich kann mir in den wenigsten Fällen vorstellen, dass tatsächlich Minderjährige eine Kreditkarte besitzen, ohne dass dann die Eltern davon etwas mitkriegen. Also stimmt, du hast recht. Also ich finde, dass die Plattform da eigentlich super vorgesorgt hat. Sollte es doch mal vorkommen, finde ich, kriegt man das als Creator schon ziemlich schnell raus und meldet es dann einfach OnlyFans, die sich... Dieser 15-Jähriger schreibt so eine Nachricht mit seinem Vater für 5 Euro. Hey, zeig mal deine Titten. Camelo hat sich gefragt, auf was sollten Leute achten, die selbst einen Account starten wollen? Vorbereitung ist an der Stelle einfach alles. Wie ich schon erwähnt habe, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich sehr, sehr genau Gedanken über seine eigenen Grenzen machen soll, dass man wirklich damit einen Schritt in die Selbstständigkeit wagt, dass das ein sehr, sehr großer Schritt ist, eine sehr, sehr große Chance, aber dass das halt auch alles mit, ich sage mal, Pflichten verbunden ist, dass man sich dem einfach im Klaren sein soll, dass man gut vorbereitet startet und nicht nachher irgendwie Angst hat, dort hilflos unterzugehen, wenn es halt um Thema Selbstständigkeit geht. Die zwei wichtigsten Schritte für mich ist einfach, ist man wirklich bereit, selbstständig zu werden? Und welche Grenzen habe ich? Das sind die zwei wichtigsten Fragen, die man sich am Anfang stellen sollte. Gabriel09 hat sich gefragt, denkst du, dass du für immer OnlyFans machen wirst? Schwierige Frage. Also erstmal OnlyFans hat, also die Leute, die dort arbeiten, da ist das Alter sehr, sehr unwichtig. Ich habe auch eine Kollegin, die weit über 40 ist und OnlyFans sehr erfolgreich macht. Ah, du Digga, V8 ist Macht. Oder solche Kommentare, spar dir sowas. Gewöhn dir sowas generell in deinem Leben ab. Das ist deine persönliche Meinung, wenn du die hast, dann behalte sie für dich oder drück es einfach anders aus. Einfach frech sowas von sich zu geben, Digga. Sag ich dir ganz ehrlich, wir wollen immer fair bleiben. Wir wollen hier niemanden mies als hässlich bezeichnen und so. Muss einfach nicht sein, Digga. Ist einfach unkorrekt. Wenn du sie nicht attraktiv findest, dann ist es deine Sache, Digga. Aber hier so zu frontenmäßig, vielleicht findet sie dich genauso hässlich, Digga. Das ist Geschmackssache. Aber musst du nicht so rausfronten, Digga. Also, ist einfach unhöflich. Ich persönlich bin mir da noch relativ im Unklaren. Ich habe noch keine Big Points, die ich in Zukunft erreichen möchte. Ich bin auch, wie ich das schon mal gesagt hatte, relativ plötzlich damit so erfolgreich geworden. Und dann war das für mich auch erstmal eine Umstellung, jetzt zu schauen, wie es da so in Zukunft weitergeht. Also ich habe mir einfach vorgestellt, das jetzt erstmal noch eine Zeit lang zu machen. Ich bin ein sehr, sehr offener Mensch und ich werde auch an meinen Social-Media-Kanälen immer weiter arbeiten, auch vielleicht mal in andere Richtungen. Und ich lasse mir da einfach alle Türen offen, verschränke mich für nichts und freue mich, durch neue Menschen, durch andere Influencer vielleicht auch gemeinsame Projekte zu schaffen. Und ich denke mal, dass es eher in diese Richtung gehen wird. Aber fest kann ich das nicht sagen. Ich lasse das, wie gesagt, gerne alles offen und bin gespannt, was die Zukunft so bringt. Okay, alles klar. Ja, also Leute, ich sag's euch ganz ehrlich. Wisst ihr, was noch ein ganz großer Punkt bei der Sache ist? Ist einfach der folgende. Es gibt ultra viele Girls, die jetzt wahrscheinlich erkennen, ja Mann, geil, ich habe hier die Möglichkeit, mit meinem Körper Geld zu verdienen, innerhalb von kürzester Zeit. So, okay. Was man jetzt aber bedenken muss, ist, viele Mädels setzen dann auf dieses Ding. Zum Beispiel, sie setzt komplett darauf, dass sie jetzt mit ihrem Körper Geld verdient. Aber man muss auch mal nachdenken. Sie kann das jetzt machen, vielleicht bis sie 30 ist, 35, 40. Bis irgendwann Leute sagen, und es ist halt ein oberflächliches Thema, bis irgendwann Leute sagen, ja, da gibt's jetzt Mädels, die sehen besser aus, da kaufe ich eher meinen Content ein, was weiß ich was. Und zu dem Beispiel von vorhin, was ich auch nochmal genannt hat mit dem Mechaniker, muss auch mal eine Sache dazu sagen,
ihren Beruf mit einem Mechaniker verglichen. Finde ich aber auch ein bisschen schwierig, weil der Mechaniker hat extra was gelernt, dafür hat eine Ausbildung gemacht, ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo er sich Mechaniker nennen darf. Und die Mädels, die jetzt auf OnlyFans gehen, die bekommen von, was weiß ich, was wem, von Gott bekommen sie ihren Körper mitgegeben, gehen auf OnlyFans, posten ein Bild für sich, haben dafür nichts geleistet, ja. Das ist im Prinzip auch nochmal so ein Punkt. Aber es ist ein schwieriges Thema, sage ich euch ganz ehrlich. Es ist ein schwieriges Thema, ja. Man kann niemanden dafür verurteilen, der von sich gerne Bilder auf OnlyFans postet. Und solange es Leute gibt, die dafür bezahlen wollen, dann ist es ein Thema. Findest du, dass es Online-Prostitution ist? Hier werden ja keine sexuellen Dienstleistungen im Sinne von, er hat ja nie mit niemandem Sex, es ist einfach nur Erotik. Es ist Erotik-Content. Es ist keine Prostitution, Digga. Aber es ist definitiv so, es hat einfach ein Geschmäckle. Es hat einfach ein Geschmäckle. Ah ja, genau, übrigens, die Jungs von Geteilte Treu. Ach du heilige Scheiße. Wir wollten das... Ich habe mir das Video gerade nicht wirklich bis zum Schluss gegeben, oder? ...ihm noch ein Intro mache. Digga, what the fuck? Hey, Mann! Was? Digga! Wenn ich den Kanal jetzt noch abonniere und das Video like, dann ist mein Leben komplett over. Bis dann. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She's